So, da sind wir wieder. Ich schau mal eben, ob wir einen Auftrag hatten. Hatten wir einen? Nee, ich habe keinen Auftrag, also müssen wir einen nur suchen. Und zwar nehmen wir da Frachtauftrag. Wir sind hier in Bremen. Bremen, Bremen, Bremen. Von bis Versandort. Bis. Nee, das ist alles scheiße. Moment. Luxemburg, Magdeburg, Leipzig, Hamburg. Nix von Bremen. Ach da, Bremen, Dortmund. Dortmund, waren wir schon mal in Dortmund. Da ist Osnabrück, da ist Dortmund. Nehmen wir das. Licht an. Navi, da. Blinker links. Gucken wir, dass wir hier das Ding nicht zerrütten. Na, komm, komm rum. So, gucken wir mal. Nachts ist alles ruhig. So, Blinker links und rum. Kommt da einer? Ne, da kommt keiner. Und da ist auch frei. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier ist Game Genuss. Hier ist Stick am Steuer des LKWs. Höchstdachhändler, okay. Und wir fahren wieder. Für Ruhm und Ehre unseres Transportunternehmens. Upsa. Müssen wir da abbiegen? Ja, müssen wir. Links blinken. Mal den A3 hier nicht wegschieben oder so. Na komm. Nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, das war knapp. Tempo 50 auf der Landstraße hier. Spur halten, Freund. Hoppa. So, ach, nicht so. Nee, das war der Radiosender. So, wir blinken links und fahren dann hier rein. Auf die Farm. Kein Mensch sieht was. Dann bremsen wir hier. Oder hier. Drücken die Eingabetaste und fahren von Bremen nach Kiel. Ich denke nach Hamburg. Ich denke nach Dortmund. Mich verlesen. Na okay, fahren wir halt von Bremen nach Kiel. Da waren wir auch noch nicht. Welcher ist es? Der. Ja. Zack, 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 zack. Kurz mal aus dem LKW rausgelä. So. Linken, 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 linken. Gerade, 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 gerade. Gerade. Zack. Ankuppeln und auf nach Kiel. Kiel. Was ist denn das für eine Kontrollanzeige da unten? Aus, okay. So, das für eine Nummer. Wieso war da der Motor aus plötzlich? Keine Ahnung. Nee, das war immer noch der falsche Knopf. Blinker links und einmal hier rum und möglichst nicht da vorne an die Planke. So, und Tempo 90 auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Ach, vorne ist die Autobahn, okay.
Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Bei uns gibt's nicht viel Neues. Wir sind momentan alle sehr, sehr im Stress, deswegen auch momentan sehr wenig Videos. Ja, nutzt einfach die Zeit und guckt einfach mal durch unsere alten Videos. Vielleicht findet ihr den ein oder anderen Favoriten wieder, wo ihr euch gesagt habt, boah, dieses Video finde ich so klasse, das wollte ich schon mal wieder, immer wieder gucken, bevor ich es mir dann runterlade. Huch. Ja, was? Also, verdammt. Dödem. So ist das, wenn man im toten Winkel von LKWs fährt. Ja, bevor man sich die Videos runterlädt und dann auf Autostart bei Windows legt. Blinker links, linker Spiegel ist frei. Damit die Videos halt abgespielt werden, wenn der Rechner hochfährt. Ansonsten, wir sind sehr aktiv bei War Thunder. Wir haben aktuell über 100 Mitglieder. War Thunder Germany, Abkürzung WTG oder Wilhelm Theodor Gustav. Einfach mal in der Staffelübersicht nach WTG suchen, wenn ihr War Thunder spielt und der Meinung seid, ja, das ist das Richtige. Ich will mit dem Gandalf, ich will mit dem Lucitus und ich will mit dem Stick in einer großen Community sein. Wenn ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid, könnt ihr dann natürlich bei War Thunder Germany bei Facebook dann auch joinen und uns dort dann unterstützen mit eurer. Sag mal, Fernlicht an hier. Es ist schon Fernlicht oder was? Nee. What the hell? Ist zum. Okay. Okay. Ah, Fernlicht ist K. Alles klar. Ja, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Viel zu tun gehabt momentan. Wir fahren jetzt momentan. Moment, konnte ich das Interface nicht noch umstellen? Da konnte ich es umstellen, genau. Wir fahren jetzt 86 km/h auch mit Tempomat. Machen wir Fernlicht an, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, das ist der aktuelle Status. Wir haben viel zu tun und viel zu wenig Zeit, um Videos zu machen. Das heißt, Video machen ist ja kein Problem, die Zeit findet sich, aber wir können es halt nicht wirklich hochladen, weil wir so die Rechnerkapazitäten halt für andere Sachen primär nutzen müssen, wie zum Beispiel uns up-to-date halten, was jetzt bestimmte Prozesse betrifft, die unser tägliches Leben bestimmen, die gehen halt leider vor. Wir sind halt leider nicht in der Lage, uns nur über Videos zu finanzieren. Daher müssen wir da ein bisschen Abstriche machen. Ich weiß, ich laber jetzt schon wieder ein bisschen Blödsinn, aber die Fahrt ist lang. Wir haben noch 144 Kilometer vor uns. Und da müsst ihr durch, meine Freunde. Ansonsten, ja, was sieht der Plan vor? Wir haben in Planung neues Gewinnspiel von War Thunder Germany. Wir haben jetzt zwei Gewinnspiele hinter uns. Und wenn ihr dort mitmachen wollt, müsst ihr zwangsläufig bei der Facebook-Gruppe mitmachen. Wie gesagt, War Thunder Germany bei Facebook eingeben und dann findet ihr unsere Gruppe. Da gibt's Gewinnspiele, da kann man dann, wenn man sich einigermaßen zusammenreißt und mitspielt, ein Steam-Spiel gewinnen. Wir planen langfristig die Erweiterung unseres Angebotes, das heißt, noch die weiteren Informationen rund um Star Citizen. Haben wir übrigens auch eine Gruppe aufgemacht für, wenn ihr euch dafür interessiert, um einigermaßen up-to-date zu sein. Sofern wir das auf die Reihe kriegen mit der Koordination, dann seid ihr dort natürlich auch herzlich willkommen. Ansonsten bleibt euch immer noch die Möglichkeit, in Game-Genuss Let's Plays, auch auf Facebook, dort euch dann zu integrieren und dort eure aktuellen Informationen rauszuhauen. Meine Planung sieht vor Europa Universalis 4, jetzt neu erschienen. Dort werde ich mir zumindest mal die ersten paar Stunden gönnen und das dann natürlich
filmisch bearbeiten, dass ihr dann auch was von habt. Oh, jetzt. Das war ein bisschen zu stark gebremst. Scheiße. Komm, rum. Ja, Europa Universalis 4. In der Tradition von Paradox selbstverständlich sehr, sehr komplex. Das heißt, das Video werde ich natürlich nicht in 10, 15 Minuten abgehandelt haben können, weil das Spiel einfach jetzt von den 2, 3 Minuten, die ich jetzt mal reingeguckt habe, sehr, sehr komplex ist und da bleibt einfach nichts wirklich anderes übrig, als da wirklich ein langes Video zu machen, wieder mal. Ich hoffe, ihr findet das findet bei euch dann genauso Anklang wie das Hearts of Iron 3 Video. Tja, was noch? 17. September, GTA 5. Gerüchten zufolge soll es eine PC-Version geben. Unbestätigte Gerüchte zumindest. Die soll wohl im Dezember erscheinen, angeblich. Ich beziehe mich da jetzt nicht auf die Gerüchte von die Nvidia gestreut hat, sondern Gerüchte, die sich aus dem Hause Rockstar direkt an mein Ohr begeben haben. Wahrscheinlich also Dezember mit der PC-Version GTA 5. Das heißt, ich werde es dann zweimal kaufen dürfen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, das ist zumindest daher meine Planung. Ansonsten steht eigentlich nur War Thunder auf dem Plan. Und ja, mein, das, was ich so nebenher privat mache, so studieren und so Kram, auf die Reihe kriegen. Ansonsten war es das von mir. Mehr gibt es da nicht viel zu sagen. Ja, wir fahren jetzt immer noch die Strecke zu Ende. Warum fahre ich eigentlich selber? Ich fahre doch, hab doch einen Tempomaten da, 89 km/h. Wie sieht denn das tankmäßig aus? 1124 Kilometer. 15 Grad, 93 Grad, alles klar. Das sieht doch gut aus. Müssen wir hier runter? Ne, müssen wir nicht. Okay. Weil wir hätten dort auch runterfahren können. Ich trinke mal eben einen Schluck. So, hätten wir das auch. Ich habe einen sehr trockenen Hals irgendwie die letzten paar Wochen. So, Spurwechsel nach rechts. Kiel, da kommt unsere Ausfahrt. Die Kurve ist jetzt vielleicht ein bisschen grenzwertig gewesen gerade. Ja, ansonsten aus der Spielewelt gibt es nicht wirklich was Neues. Oh, vergessen zu überlegen, scheiße. Ansonsten gibt es aus der Spielewelt nicht wirklich was Neues. Da vorne ist unser Ziel, unser Speditionsziel, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Was fällt mir sonst noch ein, was ich erzählen könnte? Die Spur wechseln hier. Ja, sehen wir die Ampel? Natürlich nicht. Da ist die Ampel. Ja, Truckrennen gewinnen wir? Ja, wir gewinnen. Was gibt's denn sonst noch Neues? Ach so, Game Dev Tycoon gibt's jetzt auch bei Steam für 8,99, meine ich, mich zu erinnern. Wer da zuschlagen will, natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Papers, Please gibt's auch mittlerweile bei Steam. Auch nicht wirklich viel. Prison Architect ist Alpha 13b Status, glaube ich, jetzt mit mehreren neuen Features. Da müsste sich der
Gandalf mal drum kümmern. Ja, häng ich fest. Scheiße. Komm, 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 komm. Ja, und ansonsten gibt's. Mir fällt jetzt zumindest nichts mehr ein. Wir machen mal das Fernlicht aus hier. Fällt jetzt nicht wirklich neu was irgendwie ein, was jetzt neu erschienen ist, was irgendwie interessant wäre für mich. Müssen wir hier rein? Sieht gut aus. Da blinkt's. Was blinkt, ist gut. Blinker aus. So, zack. Da sind wir angekommen, ausgezeichnet. Ja, gibt's Geld und EP. Und ja. Weiter geht's mit dem nächsten Ausrüstungs. Oh, cool. Wir können neue Sonnenblenden und Trittdinger. Also Trittbretter nachrüsten. Aber braucht halt keiner. Ja, das war's für diesen Teil. Das müsste jetzt Teil vermutlich mal 7 oder 8 gewesen sein. Ich glaube 7. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und ansonsten, bis dahin, tschüss.